Hallo und herzlich willkommen zu diesem Leak-Video von Patch 0503. Und bei diesem Patch wird besonders das Thema Halloween ein großes Thema sein. Und umso schöner sind die Schiffe, die ich euch hier präsentiere, die in den Client gewandert sind. Und wir sehen hier in dem Forschungsbaum, dass hier gleichzeitig die Fütchen drin ist. Fütchen, ich weiß nicht, ob Fütchen oder Futchen. Auf jeden Fall ist die Futchen nichts anderes als eine Mini-Kase, die ein wenig, ja, umdesignt wurde. Ich glaube, das kann man so einfach stehen lassen. Schaut unglaublich freakig aus. Hat definitiv was. Wir schauen uns hier nochmal die Stats an. 6 Schuss, 25,7 Sekunden HE und AP Schaden gleich. Rumpf 11.100 Hitpoints. Die Torpedos 7 Kilometer bei 68 Knoten, 1,3 Schuss. Höchstschaden 14.400. 7,6 Kilometer Reichweite mit den Kanonen und 38.500 PS. Wir sehen eben 3x2 Torpedos, die alle mittig positioniert sind. Das heißt, wir können hier in Summe 6 auf eine Seite schießen. Das ist schon ganz gut. Flugabwehr so gut wie nicht vorhanden. Höchstgeschwindigkeit 37,7 Knoten, Wendekreis 550 Meter, Ruderstellzeit 9,2 und die Verborgenheit 6,2 Kilometer geht sie Oberflächensichtbarkeit auf oder 3,1 aus der Luft. Ja, das ist die Futchen. Kostet hier aktuell im Spiel 5000 Dublonen. Ob das so bleiben wird, weiß ich nicht. Allerdings kann ich dieses Schiff sogar in sehr schneller und sehr kürzer Zeit sogar dann auch mal in einem Live-Let's Play zeigen. Also darauf dürft ihr euch freuen. Die Tone kennt man schon. Dann ist es dann hier dieses Schiff dazu. Aber da kann ich euch ehrlicherweise gar nicht sagen. Trefferpunkte 91.400. Das ist aber irgendein Zerstörer. Also das ist eher so ein Platzhalter. Wie gesagt, deswegen, ihr seht es, dass es das gibt. Seht ihr auch hier mal die Stats, 55,3 Knoten. Würde ein bisschen sehr stark ausschauen. Und von dem her, naja, für einen Zerstörer wohl eher nichts. Wir bleiben bei den Schiffen, die es wirklich ins Spiel schaffen. Auch hier gibt es nochmal sowas. Aber auch da lassen wir die mal einfach aus. Wir gehen zur The Salem Witch. Salem Witch ist ein Tier 4 Kreuzer und hier der Look ist der Hammer. So wie es aussieht, wird es hier bei einem Event gehen. Wie gesagt, die Futchen ist ein ganz klassisches, dann kaufbares Schiff zu Halloween. So ist zumindest, soweit ich weiß und soweit ich das gesehen habe, der Plan. Was aber mit der Salem Witch passiert, da gibt es bestimmt irgendeinen Fun-Mode oder irgendwas. Da wird man dann die erspielen können, beziehungsweise da zumindest spielen. Forschen kann man sie, also das ist zumindest mal kein Premium-Schiff in der Form. Sehen wir auch nochmal hier mit Kaufpreis 19.800.000. Also die ist eben bestimmt für ein Event vorgesehen. 10 Schuss, die Minute, 30 Sekunden, Drehgeschwindigkeit 2.800 Schaden mit HE und 5.000 mit AP. 50.600 Hitpoints und auch da sieht man mal wieder für ein Tier 4 schon sehr ordentlich. 15,8 Kilometer ist die Reichweite. Panzerung 25 bis 152 mm, Hauptbatterie 15,8, eben wie schon gesagt. Wir haben 3x3 203 mm Türme, vorne 2 und hinten ist noch einer. Und die Torpedos, also die Sekundärbewaffnung ist 6. mal 227 mm. Ja, das dazu. Flakbewaffnung, auch ein bisschen was am Start. Und hier die ganz großen 127 mm Flaks, die machen dann richtig Schaden bei 5,7 Kilometer sogar schon. Höchstgeschwindigkeit. Moment. Ha, jetzt hat er mich hier rausgeschmissen, aber davon lassen wir uns nicht irritieren. Höchstgeschwindigkeit sehr langsam, 16,7 Knoten, 770
Meter Wendekreis, Ruderstellzeit 8,6 Sekunden und Oberflächensichtbarkeit 13,9 und 9,9 aus der Luft. Also das ist ja ein sehr kurioser Kreuzer mit der Geschwindigkeit. Bin gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Passend zum Kreuzer gibt es nämlich noch ein weiteres Schiff, und zwar The Phantom Fortress. Hierbei handelt es sich um einen Flugzeugträger. Und auch, ich finde den Style, der ist unglaublich cool. Hier mit den Fledermäusen, mit den Kürbissen. Da haben sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen, die Herren in der Designabteilung. Auch hier handelt es sich in Anführungszeichen offiziell um ein Tier 5. Und da guckt euch auch mal die Flugzeuge an. Sehr, sehr cool. Die Flugzeuge schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wahnsinnig. Torpedobomber. Und last but not least die normalen Bomber. Also auch die Flugzeuge sind kurios hier auf dem Gerät. 56.300 Hitpoints hat das gute Stück. 5 Geschwader, Flugzeuge Geschwader 1 bis 8. Hangarkapazität 90 Einheiten. Die Artillerie ist zwar vorhanden, aber natürlich jetzt nicht das Hauptthema. Flak ist recht stark. Manövrierfähigkeit auch hier 16,5 Knoten. Wendekreisradius 1120 Meter bei einer Ruderstellzeit von 13,9. Also Manövrierfähigkeit eher wie ein Kühlschrank. Oberflächensichtbarkeit bei 14,9 und aus der Luft bei 14,4. Ja, wir sehen hier nochmal die Geschwader. Rumpf, die Jäger, 146 Knoten, Überlebensfähigkeit. Torpedobomber. Und die Sturzkampfbomber. Also ich denke, für die Spieler, die gerne mal ein Flugzeuggerät spielen, eine auch schöne Kuriosität. Dann ist im Client hier noch die Cimarron, aber auch die ist hier so ein Platzhalter. Man sieht, das ist ja irgendwie so ein Frachttanker, also auch was damit auf sich hat, kann ich euch noch gar nicht sagen, warum sowas im Client ist. Es gab mal Gerüchte um einen PvE-Content, wo das eventuell als Begleitding ist, aber ich weiß es nicht. Wir können noch eine Sache schauen, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ob man hier bei denen auch die Tarnung ändern kann, das würde mich einfach mal selber interessieren. Weil das würde ja sich... Ne, da springt dann auf die New Orleans, habe ich mir fast schon gedacht. So, ansonsten Atlanta gibt's, Sims gibt's, Saipan hält sich hartnäckig, dass die Saipan als Premium zurückkommen kann. Hier aktuell aber noch nicht davon was zu erahnen. Man sieht auch die Stats soweit noch nicht wirklich vorhanden. Also von dem her, habt ihr den mal gesehen? War mal schon im Spiel, aktuell aber eben nicht. Bei den Russen gibt es nichts Neues. Die Schiffe kennen wir auch. Die Kaiser Nikolai, die habe ich euch schon mal gezeigt. Die darf ich euch aber auch in sehr naher Zukunft in einem Video zeigen. Also von dem her auch, auf was ihr euch freuen könnt. Da wird einiges passieren mit so einem Tier 4 Schlachtschiff mit der Bewaffnung. Darauf dürft ihr euch freuen. Alle anderen sind aber bekannt, beziehungsweise schon mal durch mich gezeigt. Und dementsprechend bleibt hier alles beim Bekannten. So, mit diesem letzten Blick auf eines der legendärsten Schlachtschiffe, was es jemals gegeben hat, verabschiede ich mich. Sobald es fertig geladen ist natürlich, wir wollen den Blick hier noch behalten. Verabschiede ich mich, bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Alcaramba.